Kommen wir noch zu den politischen Themen. In Schottland gab es eine handfeste Überraschung. Bei den Umfragen geht es spitz auf Knopf zu. Leichte Mehrheit für eine Abspaltung Schottlands von Großbritannien. Und das hat man bisher so nicht im Fokus. Bisher hat man das so als Randnotiz wahrgenommen, das wahrscheinlich negativ ausgeht. Aber wenn tatsächlich Schottland sich abspalten sollte von Großbritannien, hätte das durchaus Auswirkungen auf die Finanzmärkte, auf die Börsen, die noch gar nicht richtig kalkulierbar sind. Denn was bedeutet es dann für die Verschuldung Großbritanniens im Verhältnis zu ihrer dann wesentlich geringeren Wirtschaftsleistungen? Welchen Teil der Schulden wird man Schottland mit auf den Weg geben? Welchen Teil der Infrastruktur? Wie geht das weiter? Wie müssen dann die Banken in Schottland sich neu orientieren? Wie laufen die Verträge zwischen der Europäischen Union und Schottland? Und so weiter und so weiter. Also das wird eine sehr, sehr große Geschichte werden, wenn tatsächlich die Umfragen weiter in diese Richtung gehen, dass Schottland eine Abspaltung realistisch machen könnte. Zum Russland-Ukraine-Thema natürlich das Hauptthema momentan überall, auch in den Talkshows. Die Europäische Union will jetzt auch russische Ölfirmen boykottieren und das trotz Waffenstillstand. Also man hat hier an einer Entschärfung nicht nur bedingt Interesse, wie es aussieht. Man möchte den Zugang zu Geld sperren, die Ölfirmen boykottieren und das, während die amerikanischen Firmen wie Exxon weiter fröhlich Plattformen mit denen eröffnen und eng kooperieren. So machen wir uns in Europa das Leben eben selbst gerne schwer. Russland kontert und droht mit einem Überflugverbot für Linienmaschinen über das russische Staatsgebiet, was natürlich die Reisen nach Asien massiv betreffen würde von den Streckenentfernungen her. Also auch hier keine positive Entwicklung. Die Ukraine vermeldet, Waffenlieferungen aus dem Westen erhalten zu wollen. Man hätte hier zusagen, dass man schwere Waffen aus dem Westen bekommt. Die NATO rudert sofort zurück. Nein, nein, wir sind es nicht. Wir haben da nichts zugesagt. Das muss ein Missverständnis sein. Wir können es abwarten, was da am Ende passieren wird. Derweil gibt es NATO-Übungen, die Militärübungen rund um Russland. Im Schwarzen Meer machen die Amerikaner gerade mit der Ukraine eine dreitägige Übung der Verteidigungsbereitschaft. In Lettland, in Polen und in der Ukraine selbst finden NATO-Übungen statt. So sieht dann natürlich Deeskalation aus. Bei Maybrit Illner hat man Richard David Brecht, den Philosophen, den ich sehr schätze, und NATO-General Kujat gesehen. Die haben sehr, sehr gut gesprochen. Es lohnt sich, das nochmal anzuschauen. Wir haben es beim Clipping-Service auch verlinkt. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Machen Sie es gut und bis morgen.